Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Total War Thrones of Britannia. So heißt das Spiel. In der letzten Folge haben wir alles fertig gemacht für die Runde. Jetzt geht's weiter. Wir möchten gerne mit unseren Einheiten nach London. So ist zumindest der Plan, auch wenn in London gerade was gebaut wird. Und das ist eine große Stadt, die ist natürlich schwer einzunehmen. Verhältnismäßig schwer. Ich muss meine Vasallen natürlich auch noch allgemein mit reinkriegen. Eine Fraktion wurde vernichtet. Wie groß ist denn jetzt meine Hauptstadt eigentlich? Da ist ordentlich. Die wird ordentlich gebaut. Und wir bauen auch allgemein hier. Hier wird die Nahrung noch gebaut. Stoffproduktion und plus Gold. Allgemein geht es mir gar nicht so schlecht vom Gold her. Ist eigentlich ganz gut. Jetzt produzieren wir noch ein bisschen was zu essen hier. Und hier könnten wir Töpferwarenproduktion. Das ist schon nicht schlecht, ne? Fellproduktion. Plus 1 Grundbesitze. Na ja, dann machen wir das doch mal. Vielleicht hilft das ja. So, ihr seid auch noch nicht ganz voll. Das seid ihr in dem Fall fast, aber nur. Ja, es hilft ja nichts. Zieh du mal nach da oben. Schade, hätte noch einen Punkt haben müssen, damit ich hier eine Dings machen kann. Aber wir belassen es erstmal dabei. Da kommt eine 12er Armee mit einem 4er General. Eine 5er General, sorry, ich habe auf meinen geguckt. Aber das sollte trotzdem klappen. Hoffe ich zumindest. Es sind ganz schön viele, viele Stämme, die man macht hier. Bitte, Borg. Wächst mit dem Bekanntwerden eurer Leistungen. Lasst euren Ruhm weiter ansteigen. Und der Sieg kann euer sein. Der Sieg könnte meinen sein. Okay, wie sieht's denn hier aus jetzt? Eigenschaften, okay, da hat noch keine Ehefrau tatsächlich. Das ist unser Statthalter. Dann lass ihm doch nochmal einen Schreiber geben, bitte. Du bist auch ein Statthalter. Dann nimmst du auch einen Schreiber. Und du bist auch ein Statthalter. Du kriegst ihn auch nochmal. Wobei, ja komm, was soll das? Verlierst ja nichts dabei, oder? Bin ich bescheuert? Wo sind die Armee? Achso, da in Wind. War das schwer zu sagen, wo die hätten herkommen sollen. Hier wird schön gehandelt. Ja, wir verdienen einiges an Geld. Das ist ganz gut, dass du da in Position bist. Salzproduktion ist ein bisschen blöd. Der Kriegseifer läuft, die sind eigentlich ganz gut. Oh, ich würde noch so gerne warten. Aber wir können hier die Gruppe nicht alleine lassen. Deswegen. Ich muss erst noch Krieg erklären. Wir lassen es nochmal und erklären jetzt erstmal den Krieg. Gegen die hier. Wo sind sie da? Gegen die. Vergessen, wie sie heißen. Irgendwas mit O, ne? Ostanglia. Welch Gaunerei führt ihr im Schilde? Die hier. Moral ist wichtig, im Kampf verlässlich. Die mögen die nicht. Die sind neutral, die mögen die auch eher nicht. Lass es drauf ankommen. Na dann. Alle Diplomatie ist gescheitert. Diese beiden Fraktionen sind nun im Krieg. Sehr gut. Lassen wir es mal drauf ankommen. In der Hoffnung, dass wir hier nicht allzu viel Kacke haben. Alfred zieht jetzt erstmal bis hierhin.
bis direkt zur Grenze. Und der geht in vorderster Front nach Lunden und greift hier an. Das ist schlecht, dass der jetzt hier. Machen wir es so. Ja, die feindliche Stadt ist befestigt. Ich muss jetzt erstmal hier Rammböcke bauen und die Dinger. Machen wir das mal und setzen die Belagerung fort. Ist blöd, dass die vom Wasser kommen. Das ist hart gefailt. Die sind nämlich alle seekrank. Das ist sehr bescheuert. Wenn der jetzt angreift und verteidigt, zusammen mit der Stadt, könnte das ein böses Ende nehmen. Aber gut, wir gucken mal. Kann auch sein, dass ich mich vertue. Und dass es kein böses Ende nimmt. Hier baue ich ja noch so eine Schule, ne? Ja, eine Hofschule. Okay, wir gucken, was nächste Runde passiert. Okay, bis jetzt nichts. Das heißt, ich kann sie wieder entwassern. Um dann zu hoffen, dass das hier funktioniert. Wir müssen Lunden halt einnehmen. So schnell, wie es geht. Und dann mit beiden Armeen hier durch das Land zu ziehen und so ein paar Sachen einzunehmen. Verschleiß, ja, das habe ich mir schon vorstellen können. Wikingerüberfälle, Nordmänner. Laut unseren Kundschaftern ist eine kleine plündernde Streitkraft der Nordmänner im Süden auf dem Weg nach Britannien. Und auch hier weiter. Ja, wir haben hier Verschleiß, besonders auf dem Boot ist das kacke. So, jetzt sind die wenigstens. Er hat halt zwei Armeen hier jetzt stehen, ne? Eine Garnison und eine Armee. Das ist schon nicht so geil. Wir gucken mal, wie die weitere Belagerung aussieht. Mit Chance kann Lunden. Die will ich gerne haben, weil ich die Nebensiedlung haben möchte. Damit die Nebensiedlung das alles haben möchte. Die gehört nicht dazu. Okay. Gehört die dazu? Auch nicht. Müssen wir gucken. Die Armee halt ist halt noch dabei und die macht da richtig Action, lädt sich auf. Wahrscheinlich kann er auch rekrutieren. Den kriege ich auch nicht weg von der Stadt. Aber da kommen unsere Vasallen. Wenn er dem Kampf joint, dann schaffen wir das. Auch wenn ich die Stadt langsam aushungern lasse. Weil er traut sich nicht, uns anzugreifen. Weil er dann im Nachteil ist. Sein wird. So, die Nordmänner sind da. So, Witan ist dran. Euch kommen Gerüchte über gerade unter den Bauern zu Ohren. Ihr ruft den Witan zusammen, um zu beratschlagen, was getan werden kann, um zukünftige Unruhen abzuwenden. Eure erhabenen Berater lassen sich einige mögliche Vorhergehensweisen einfallen, um das Volk gesund, wohlhabend und zufrieden zu halten. Bloß nicht unbedingt alles zugleich. Wir sollen ein Festmahl veranstalten. Diese Weise versammeln sich. Achso, die Weisen versammeln sich. Das gibt plus in allen Regionen, das gibt nicht. In allen Regionen. Die Weisen versammeln sich. Dafür verlieren wir was bei der Kirche. Oder die Weisen versammeln sich nicht. Dafür verlieren wir was vom Hof. Wir werden das Festmahl veranstalten, oder? Für 2000? Attentatkomplott. Auf ihn. Vorbereiten oder ignorieren. Dadurch verliert er minus ein Einfluss. Boah, das ist natürlich. Heimtücke. Es kursiert das Gerücht, dass dieser Mann einen Attentat auf ein Mitglied eurer Familie plant. Es gibt wenig Beweise, doch wenn ihr nicht handelt, können die Folgen schrecklich sein. Wir werden uns vorbereiten.
Ja, das habe ich ja schon fast gedacht. Was hat unser König denn? Unser Alfredo, der hat 8. Dafür hat der hier ein bisschen mehr. Als Statthalter. Eher unvorteilhaft. Aber ich kann ja auch nur Ämter zuteil lassen. Ach so, hier kann ich das machen. Okay. Adaptieren. Loyalität sichern. Attentat durchführen. Einfluss verringern. Grundbesitz ein. Entreißen. Okay. Was hat er? Einfluss, aber ihr braucht noch mehr Loyalität, ne? Bestechung zahlen, mit Worten bestechen. Bestochen. Tada, jetzt ist er bestochen worden. Ja, könnte sein, dass das hilft. Und was ist das hier? Ehefrau suchen. Ja, dann such ihm doch mal eine Ehefrau, oder? Für diesen Charakter ausfindig. Ja, okay, noch nicht. Er hier ist ein bisschen blöd. Scheiden. Adoptieren. Nee, das wollen wir alles nicht. Können wir dem auch nochmal Festival veranstalten? Okay. Erben ernennen. Kannst du Erbe werden? Du kannst Erbe werden, hier unser Sohn. Was hier sein Problem? Such ihm mal eine Ehefrau. Was ist sie denn? Sie ist treu, okay. Ihre Hand nehmen. Ihr einen Korb geben. Was ist er? Er ist 16, sie ist 35. Boah, das ist aber auch. Nimm die Hand ruhig an, wenn sie treu ist. Macht er nix. Da verlierst du ja nichts von. Und er ist tatsächlich unser Thronfolger, ne? Okay. Aber ob die dann Kinder kriegen, naja, müssen wir gucken, müssen wir abwarten. Wie sieht's jetzt hier aus? Es sieht noch gut aus. Weiß nicht, wie viele Belagerungstürme ich brauche. Was ist hier? Runden bis ausgehender Vorräte, okay. Und dann wird die Garnison schwächer. Das ist auch sehr, sehr gut. Dann verlieren die hier ihre Kampfkraft. Wir setzen die Belagerung einfach eiskalt fort. Das ist zumindest so mein Plan. Charakter hat niedrige Loyalität. Sichern wir doch mal die Loyalität. Das hat funktioniert. Hat niedrige Loyalität. Sichern wir uns die Loyalität? Unterlassen, okay. Haben den schon einmal bestochen. Das geht dann natürlich jetzt nicht. Er reist weg. Hammer nice. Er hat wahrscheinlich jetzt Angst gekriegt vor unseren Vasallen. Das ist nice. Das könnte uns deutlich helfen. Tatsächlich. Mist, ich habe die Normänder vergessen. Oha. Da sind sie nämlich. Ja, das habe ich schon. Hab ich mir schon gedacht. Die muss ich reparieren. Das ist uncool. Wie viele sind da? 13. Ist aber auch schwer zu sagen, wo die angreifen werden. Hier wär du mal ein Streiter. Was fehlt dir? Dir fehlt auch. Na, wobei, das sind Statthalter, ne? Der bleibt Belagerungsexperte. Und du bekommst die Barden. Da bewegt er sich nicht, aber ist eher ein Statthalter. Niedrige Loyalität. Na komm, dann sichern wir uns mal die Loyalität. Sehr gut. Und hier ist die Stadt. Benötigt Reparatur. Aber wo? Ach, hier. Reparaturkosten, okay. Die Schule können wir nicht bauen. Blöd mit den Wikingern, tatsächlich. Das finde ich echt nicht so cool. Wir haben kein Geld, um uns irgendwelche anderen Leute zu holen. Okay, wir haben hier Action. Und jetzt ist richtig Action. Die Stadt wird fallen. Wir machen aggressiv.
Ja, da kann man ruhig aggressiv reingehen, oder? Sind ja Engländer hier. Für Wessex. Nice. Die Stadt wird jetzt erstmal besetzt. Wie sich das gehört. Gebäude benötigen Reparaturen. Da haben wir uns ja eigentlich schon mal drum gekümmert. Okay, wir haben kein Geld. Und die Gebäude wahrscheinlich auch, ne? Ah, das geht. Das geht nicht. Kostet 90. Arbeiten dran. Ihr solltet okay sein. Uns gehört jetzt tatsächlich die ganze Provinz, wa? Und ihr müsst euch heilen hier. Das ist schon mal wichtig. Aber wir haben noch genug Essen, von daher sollte das okay sein. Ein Friedensabkommen, natürlich. Oh, habe ich leider auf Nein geklickt. Wer hätte das gedacht? Er wollte doch eigentlich mit uns Frieden haben. Das ist so ein Wappen, das sieht aus wie so ein Fötus, Alter. Tillaburg muss jetzt auch noch fallen. Nur damit wir hier so ein bisschen schön ruhig und sinnig durch das Land ziehen, um uns so ein paar Ländereien einzuverleiben. Fraktion vernichtet. Unseren Armeen geht die Vorräte aus. Lügt doch nicht! Lügt nicht. Hier ist es nämlich. Nahrungsmittelproduktion. Zack. So, die sind okay. Die werden auch langsam geupgradet. Was fehlt denn ihm? Ihm fehlt Regierung und Hingabe. Der Schreiberling hier, den machen wir nochmal ein zweites Mal. Achso, Versorgung. Eure Armee verbraucht pro Runde Vorräte aus dem Lagerbestand und erleidet Treuebrüche, wenn der Lagerbestand leer ist. Die Lagerbestände werden in eigenen Gebieten oder durch Plünderungen im feindlichen Gebiet wieder aufgefüllt. Ja, dann würde ich sagen, plündern wir das Ding, Mama. Können wir mal voll machen. Das hat nicht geholfen. What? Dachte, ich habe das Ding geplündert. Gebäude. Das ist natürlich enttäuschend, jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das hatte ich alles ganz anders erwartet. Wir müssen hier noch was bauen, und zwar reparieren. Die chillen sich da erstmal hinweg. Oh, das sind natürlich etliche. Hier ist Ulf. Ulf ist da. Hier wird repariert. Das ist okay. Hier ist die Schule, die wir jetzt noch nicht bauen können, sondern wir möchten jetzt erstmal nur die Sachen hier reparieren. Reparieren. Ach, die sind schon repariert. Das war schon mal gut zu know. Was ist denn das hier? Eine Münzstätte. Das ist nicht schlecht. Plus Handel für Fraktionsweit. Ich bin ja so auf Handel ausgeglichen. Das hatte ich ja damals im Warhammer-Ding mit den Zwergen habe ich das ja auch gemacht. Da habe ich ja sehr hart auf Handel gesetzt. Etliche Streitkräfte hier. Lass uns mal gucken. Technologie, wie sieht denn das aus hier? Können wir was machen hier? Nahkampfeinheiten? Das ist auch mal eine nette Gelegenheit. Ja, hier brauchen wir noch ein paar, wa? Keine Bogenschützen bis jetzt. Auch nicht so wirklich viele Axtkämpfer und die können wir uns auch nochmal einmal gönnen. Hoffen, dass der hier jetzt ein bisschen besser ist, besser unterwegs ist. Kein Essen, keine Nahrung. Kriegen wir das hier? Hier kriegen wir Nahrung in alle Provinzen. Sind negativ behaftet dann. Boah, das ist schwer. Eine Runde kann ich auf jeden Fall so noch leben und dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Aber erst in der nächsten Folge, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Was ist denn das? Macht gerne einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Haut erstmal rein. Da hat einer gefolgt auf Twitch.